Rap ist für Russlands Jugend die Nummer eins. Millionen Klicks, wenn ein neues YouTube-Video online ist. Der Kreml geht nun gegen aufmüpfige Rapper vor. Superstars wie Face, der die Worte Hass und Liebe auf sein Gesicht tätowiert hat, sind besorgt. Putins Propaganda hat offensichtlich gewirkt. Fast jeder in Russland, der nicht Teil der Machtelite ist, hatte schon Angst vor ihr. Zumindest einmal im Leben. Dropping the West, Faces Sturm- und Drang-Song aus dem Jahre 2017. Hier geht's echt zur Sache, bildmäßig und verbal. Ich stürze den Westen, ich hab Obamas Frau gefickt, Trumps Tochter hat mein gelutscht, die USA sind ausgenockt. Face wütet durch US-Städte und ein russischer Bär hilft beim Zerstörungswerk. Dieses Video fand der Kreml so gut, dass er $13.000 anbot, wenn auf dem Bären statt Face ein anderer reiten würde. Präsident Putin. Face lehnte ab, denn er hasst Nationalismus, egal wo. Solche reaktionären Menschen machen mich traurig. Ich tue alles, um sie zu verändern. Wenn ich diese Pseudopatrioten sehe, sind sie für mich belanglos. Oder ich übergieße sie mit Spott. Ich will nur, dass sie aufhören, so dämlich zu sein. 1997 wird Face in der russischen Provinzstadt Ufa geboren. Nach der Scheidung seiner Eltern gerät er auf die schiefe Bahn. Jugendgang, Drogenhandel, Einweisung in die Psychiatrie. 2015 sein erstes Rap-Album, ein Riesenerfolg. 2017 der Umzug nach Moskau und soeben der erste Spielfilm-Soundtrack. Der gerade mal 22-jährige Ivan Dryomin ist bekannt wie ein schwarz tätowierter Hund. Auch bei diesen Studentinnen, die mit Werbetafeln herumlaufen. Er hat keine Angst, er selbst zu sein. Und dann bist du dir wirklich treu. Dann bist du ein ganzer Mensch. Er ist jemand, der sein Image sorgfältig und vollständig designt hat. Er weiß, welche Botschaft er der Welt mitteilt. Man muss ihm einfach folgen. Er sagt mehr als, hey, ich habe einen Riesenbatzen Cash und shoppe tierisch teure Mode. Nein, er sagt, es gibt Wichtigeres als materielles Zeug. Das ist mal eine wirklich coole Message für unsere Generation. Denn alles, was wir sonst hören, ist, Slipper von Gucci sind der Weg zum Erfolg. Im Laufe unserer Dreharbeiten betteln Dutzende um ein Selfie mit dem Selfmade-Musiker aus der russischen Provinz, der jetzt dabei ist, auch Moskau zu erobern. In der russischen Hauptstadt gärt es wieder. Demonstrationen gegen die dreiste Benachteiligung der Opposition. Das sind kriminelle Machenschaften der Moskauer Regierung und des Zentralen Wahlkomitees. Sie wollen uns daran hindern, an den Wahlen teilzunehmen. Es geht um mehr Demokratie, mehr Meinungsfreiheit und den Kampf gegen staatliche Willkür. Wir kennen die Tricks, mit denen sie spielen, wenn es um Wahlen geht. Also was jetzt passiert, war für uns keine Überraschung. Wenn wir es nicht versuchen, wenn wir unsere Proteste nicht auf die Straßen tragen, dann haben wir eh keine Chance. Es wird sich gar nichts verändern, bis du aktiv wirst. Selbst wenn du scheiterst, dann hast du es wenigstens versucht. Und das ist wichtig. Club Vermel. Ein paar Steinwürfe vom Kreml entfernt. Im Untergrund, wie so oft in Sachen Rap.
Heute treten 35 Hip-Hopper gegeneinander an. Eine Jury bewertet den besten Song. Die Nachwuchsrapper präsentieren ein musikalisches wie inhaltliches Sammelsurium, erläutert Clubbesitzer Bogdan Scherbakow. Die Rapper in den USA haben darüber gesungen, dass Afroamerikaner reihenweise verhaftet wurden und dass sie verprügelt wurden, ganz ohne Grund. Natürlich haben wir in Russland auch solche Zustände, aber im Gegensatz zu den USA haben wir eben nicht diesen einen Motor, der alles antreibt. Die Folge ist, dass es hier eine Vielzahl unterschiedlichster Rapgruppen gibt und jede sucht nach ihrem eigenen Stil. Der prozentuale Anteil von Rappern, die kritische Texte schreiben, ist verdammt klein. Ich würde sagen, rund 80% machen das, was man im Westen Hustle-Rap nennt. Die tun es für Geld, Frauen, Juwelen, Gold. Aber natürlich gibt es auch ein paar, die soziale Probleme ansprechen. Die Gesangsspiele haben begonnen. Fast alle Rap-Novizen ahmen ihre Idole nach, darunter besonders häufig jenen Newcomer aus der Provinz, der auf Twitter 20 Mal so viele Follower hat wie das Staatsfernsehen. Face. Rap gibt dir Energie und Stärke. Er versetzt dich in die richtige Stimmung, vermittelt dir Gefühle. Er macht es möglich, dass du weiterlebst. Mit ihm glaubst du, dass du nicht allein bist auf der Welt. Rap-Musik hilft dir, dich selbst zu verstehen. Sie wirft jede Menge wichtiger Fragen auf. Natürlich, einige Tracks sind völlig sinnlos, aber selbst auf die kannst du immer noch gut abtanzen. Виднеется большая медведица, в небе светится большая медведица, ночь стелится. Junge Menschen wollen heutzutage keine Bücher mehr lesen. Sie wollen ihre Kopfhörer aufsetzen und darüber alle Informationen sammeln. Und deshalb sind die Dichter von heute alle Musiker. Jeder, der Lust hat, kann rappen. Die technische Mindestausrüstung, ein alter Laptop, ein geklautes Komponierprogramm und ein Mikro. Fertig ist das Tonstudio. Kosten einer solchen Billigversion gut 100 Euro. Auf der anderen Seite, dem qualitativen High-End, bewegen sich Rap-, Gothic- und Videoprofis wie das Paar Nick und Nastja. I Speak. Diese Welt ist krank, aus dem Jahre 2018. Dumpfe Beats und Gothic-Elemente. I Speak nennt es selbst Klangterrorismus. Anastasia Kreslina und ihr Lebensgefährte Nikolai Kostilev leben und arbeiten in einem ländlichen Vorort von Moskau, eine Stunde außerhalb des Zentrums. Sie wollen nicht, dass der genaue Ort genannt wird. Ihre Abgeschiedenheit ist ihnen heilig. Wir haben begriffen, dass wir uns von dem Lärm der großen Stadt isolieren müssen, um wirklich produktiv zu sein. Es gibt dort in der Metropole viel zu viel Ablenkung und Versuchungen, sich mit anderen Dingen außer der Musik zu beschäftigen, sich mit Leuten treffen, lange Diskussionen und so weiter.
Das hält uns nur ab. Hier dagegen bist du vollkommen absorbiert von deiner Arbeit und bringst deutlich mehr zu Wege als in der Stadt. Außerdem ist es gesünder und schont die Nerven. Ja, wir sind introvertiert. Es ist besser, zu Hause zu sein und unsere Songs zu schreiben, als auszugehen und Leute zu treffen. Auch wenn unsere Musik sehr laut ist, ganz anders als wir. Icepeaks Video No Death No More. Es gibt keinen Tod mehr. Szenen, die bei den russischen Sittenwächtern nicht gut ankamen. Ich fülle meine Augen mit Kerosin. Lasse alles brennen. Lasse alles brennen. Mal vor Regierungsbehörden, mal vor dem Lenin-Denkmal auf dem Roten Platz. Jetzt bin ich bereit für alles. Ich habe meine Strafe im Internet abgesessen. Ich gehe auf die Straße, um eine Katze zu streicheln. Und sie wird vom Polizeiauto überfahren. Wie Face oder Husky wurden auch iSpeak wegen solcher indirekten Kritik an den Staatsorganen mit Repressionen belegt. Mehrere Konzerte des Musikerpaares wurden verboten. Die Welle der Unterdrückung begann im Herbst 2018. Seitdem sinkt in Russland die Schere im Kopf mit. Bis heute verstehe ich beim besten Willen nicht, was sie an unseren Texten so provokant finden, was die Behörden nicht mögen. Es gibt da keine Provokation. Dieser Versuch einer Zensur hat uns überrascht. Danach haben wir gedacht, was passiert, wenn das jetzt so weitergeht? Wenn sie uns offiziell sperren, falls sie anfangen, unsere Songs aus dem Internet rauszunehmen, wenn sie den Zugang zu unserer Homepage sperren, dann würden wir uns überlegen, ob wir Russland nicht verlassen sollen, weil es für uns so wichtig ist, gehört zu werden. Anstatt uns anzugreifen, sollten sie sich besser überlegen, was im Land geändert werden könnte. Dann würden wir im nächsten Jahr anfangen, nur noch fröhliche Melodien zu komponieren. Über das wundervolle Leben bei uns. Face, der Shootingstar, möchte weder seine Freundin noch seinen Bruder und Manager filmen lassen. Zu privat. Seine musikalischen Angriffe gegen das russische Regime hat er ein wenig abgeschwächt. Das Image des radikalen Rebellen und Kreml-Kritikers ist zu heikel. Wenn du heutzutage ein Hip-Hop-Album aufnimmst und darin nur ganz am Rande soziale Probleme berührst, dann sieht's gleich so aus, als wäre dein Song eine krasse Abrechnung mit dem Regime. Ghettos am Stadtrand von Moskau. Eine Tristesse wie in Faces Geburtsort Ufa. In den USA hast du Viertel, in denen die Leute ein ganz normales Leben führen. Und daneben andere Viertel, die richtig arm sind. Und bei uns? Nehmen wir die Stadt Ufa, wo ich aufgewachsen bin. Man kann nicht sagen, dass die Leute alle total arm sind und jeder Crack raucht. Nein. Wir sind eine Winzigkeit oberhalb der extremen Armut. Und der Lebensstandard der Russen ist ein klein wenig höher als in den schlimmsten Ghettos der USA, wo jeder Drogen konsumiert. Aber dafür sprechen wir auch nicht von einem bestimmten kleinen Viertel, sondern von Regionen, in denen die Mehrheit der Russen lebt.
Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Das empfindet die Mehrheit aller Menschen in Russland, womit die Leute irgendwie klarkommen müssen. Du weißt schlicht und einfach nicht, was dich erwartet, und irgendwann machst du dir keinen Kopf mehr. Du hörst auf, dir Sorgen zu machen. Und weil du es ja eh nicht ändern kannst, hörst du auf, von einer besseren Zukunft zu träumen. Für einen Spottpreis haben die Künstler von Flavor Sauce einen ehemaligen Luftschutzkeller angemietet. Die meisten sind Studenten, die das Ziel vereint, kreativ zu sein. Ob als Fotograf, Designer oder Rapper. Auch hier gilt, die Studioausrüstung hat lediglich ein paar tausend Euro gekostet. Den Bruchteil der Kosten einer professionellen Produktionsfirma. Der bekannte Musikkritiker Alexei Pavperov meint, dass alle Strömungen in Hip-Hop und Rap eines gemeinsam haben. Rap ist eine sehr demokratische Form von Musik. Nicht was ihre demokratischen Inhalte angeht, sondern was die Leichtigkeit angeht, überhaupt einzusteigen. Mit anderen Worten, jeder kann rappen. Es ist total billig und einfach. Und es gibt so viele Beispiele dafür. In einer kalten Nacht werden wir zusammen sein, du und ich. Unpolitisch, reduziert, meditativ. Rap, erlaubt ist, was gefällt, sagt Sänger Arthur. Rap umfasst alle Richtungen. E-Rock, E-Jazz und sogar Pop. Rap ist wie ein weißes Blatt, auf das du deine Story schreiben kannst. Natürlich verfolgen die Untergrundmusiker genau, welche ihrer Rapper-Idole für welche Songs mit welcher Strafe rechnen müssen. Die Musiker von Flavor Sauce glauben, dass alle Rapper sich seit dem Herbst 2018 bemühen, möglichst nicht mehr negativ aufzufallen. Selbst Face hat ja in letzter Zeit seine Kritik ein wenig runtergespielt. Er ist cooler geworden. Bestimmte Konzerte wurden verboten und das bedeutet, Geld zu verlieren und sein Einkommen. Und das ist kein Spaß. Einige wurden sogar in den Knast gesteckt. Andere durften nicht mehr auf Tournee gehen. Wir alle zensieren uns selbst. Leider. Und es wird immer mehr, wenn man sieht, was in unserem Land gerade so abgeht. Dass Konzerte gecancelt werden und so. Man beginnt unweigerlich zu denken, wenn ich sowas vermeiden will, wenn ich einfach nur meine Musik machen möchte, dann sollte ich mich fernhalten von den heiklen Themen. Gerade die Stars der Szene tun gut daran, ihre Songtexte dem neuen Saubermann-Postulat des Kremls anzupassen. Das Staatsfernsehen hat bereits negativ über ihn berichtet. Face wird überwacht. Das steht außer Frage. Ich gebe euch mal ein ganz einfaches Beispiel, wodurch einiges klar wird. Wenn ein berühmter Künstler in den USA den Präsidenten mit obszönen Worten beschimpft, dann wird ihm nichts passieren. Mit großer Wahrscheinlichkeit jedenfalls. In Russland kann man sich sowas definitiv nicht leisten. Wladimir Putin, hier bei einer Gala in St. Petersburg im Jahre 2010. Er liebt die Musik, wenn sie nicht kritisch gemeint ist. From Russia with Love.
Kurz nach seinen Angriffen auf die Rapper-Szene, Putins propagandistische Grundsatzrede. Rap ist Teil unserer gemeinsamen Kultur. Deshalb muss man sehr vorsichtig vorgehen. Aber womit ich einverstanden bin, wenn wir das nicht stoppen können, dann müssen wir uns eben an die Spitze setzen und es in die entsprechende Richtung lenken. Dieses Leiten und Lenken hat Konsequenzen. Die meisten Rapper wollen in der Deckung bleiben und keine Interviews geben. Beispiel Husky, Herbst 2018. Viele seiner Konzerte werden verboten. Als er auf einem Autodach trotzdem für seine Fans rappt, wird er inhaftiert. Es entsteht eine kurzfristige Solidarisierung der anderen Rapper mit ihm, doch davon ist heute schon keine Rede mehr. Huskys Manager lehnt jedes Interview von vornherein ab. Als Battle-Rapper, also als Sprechgesangskünstler, der seine Konkurrenten rhetorisch besiegt, wird Oxymiron weltberühmt. Auch er weigert sich zu sprechen. Seine Managerin verweigert ein Treffen. Noch vorsichtiger scheint Rapper Busta zu sein. Auf mehrere Anschreiben, ob als Mail oder bei Facebook, kommt nicht einmal eine Antwort. Selbst bei Musikern, die bislang keine Probleme mit den russischen Behörden hatten, wirkt offenbar der Druck aus dem Kreml. Bei Noise MC sieht es zunächst besser aus. Doch dann kommt auch hier die Absage. Ein Interview sei erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt möglich, schreibt das Management. Die Angst vor zu viel öffentlicher Aufmerksamkeit steckt den Musikern offenbar in den Knochen. Auch der folgende Rapper hat abgesagt. Aber nicht, weil er Repressionen befürchtet, sondern den Spott der Szene. Die umstrittenste Textzeile? Mein bester Freund, das ist Präsident Putin. Timati's Songs umgarnen den Kreml und den Präsidenten. Dem Unternehmer Timati hat das ökonomisch nicht geschadet. Zwischen Putin-Verehrung und 50 Graustufen von Putin-Kritik. Jeder Rapper muss mit sich selbst ausmachen, wie weit er gehen will. Doch wie hat Bogdan vom Rap-Club Vermel es gesagt? Nur 20% aller Rapper interessieren sich überhaupt für Politik. Die anderen 80% wollen mit ihren Songs vor allem Kohle machen und Luxusautos fahren. Und dafür ist das glitzernde, sündhaft teure Moskau genau die richtige Stadt. Я никогда не буду счастливой. Грустная сука, да, это.
это мой осознанный выбор. Никогда не точила бы. Я сразу была рождена острозубой. Грустная сука, грустная сука. Да, это мой Putin lügt, steht auf diesem Plakat. Ende Juli erneute Massendemos gegen die Aussperrung unabhängiger Kandidaten bei Kommunalwahlen. Mehr als 20.000 Menschen verfolgen die Brandrede des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Ich werde es nicht erlauben, dass eure Rechte ignoriert werden. Bei den Wahlen im September ist es eure Aufgabe, sie mit eurer Stimme zu zerstören. Nicht ein einziger unabhängiger Kandidat hat es bislang geschafft, in irgendeinen Stadtrat hineinzukommen. Vor den Wahlen müssen wir für unsere Kandidaten kämpfen. Ich werde immer mit euch zusammen sein. Und ich hoffe, dass ihr immer bei mir seid. Ich danke euch. Solidaritätskonzerte durch die russische Rapper-Szene? Fehlanzeige. Folge der Kreml-Propaganda. Und das, obwohl die Jugend gerade jetzt gefordert wäre. Kann die Stadt Moskau eine so große Beteiligung ignorieren? Natürlich, und sie wird es mit Sicherheit versuchen. Wenn ich unabhängiger Kandidat wäre, würde ich Folgendes tun. Ich würde den Protest zum Stadtparlament tragen. Ich würde daraus eine permanente Demonstration machen. Ist das Ende der Ära Putin absehbar? In den Jahren 2011 und 12 hat man mir diese Frage oft gestellt. Damals habe ich geantwortet, dass Putins Ende in einem oder anderthalb Jahren kommen würde. Und jetzt? Nun ja, wir müssen all unsere Kräfte einsetzen, damit das Ende von Putin jetzt endlich beginnt. Das Interview mit dem bekanntesten Oppositionspolitiker Russlands findet Ende Juli statt, an einem Samstag. Nur 4 Tage später wird Nawalny wieder verhaftet. Begründung, er habe zu illegalen Demonstrationen aufgerufen. Ende Juli gehen die Sicherheitskräfte dann äußerst brutal gegen die Demonstranten in Moskau vor. Mehr als 1000 Menschen werden verhaftet. Die Parametrika-Studios im Süden der Hauptstadt. 200 Quadratmeter Wohlfühlfläche für gehypte Rapper wie Ivan Dryomin. Heute auf dem Programm von Producer Wladimir Woronzow die Neuvertonung des ersten Face-Soundtracks, Der Komiker. Mein Vater arbeitet beim KGB. Meine Mutter hat ein Maschinengewehr. Meine Söhne sind Soldaten in einem Straflager. Meine Brüder überwachen die Nachbarschaft. Ich habe keinen Sinn für Humor. Vorsichtige Systemkritik. Anspielungen statt Frontalangriffe. Und dennoch, selbst mit solch weichgespültem Tadel steht Face fast allein auf weiter Flur. Es ist ein Song darüber, wie es uns beeinflusst hat, in Unfreiheit zu leben. Mit Komiker will ich ausdrücken, dass jede Form von Zensur heutzutage, im Jahre 2019, vollkommen inakzeptabel ist. In einem Land, das sich so gerne als normales, hochentwickeltes Land sieht. Die Menschen haben das Recht auf freie Rede, auf Selbstverwirklichung und auf Meinungsfreiheit. Gold an meinem Handgelenk. Ich bin ein Komiker. Du erzählst den falschen Witz und sie setzen dich auf die schwarze Liste. Dann bist du nicht mehr auf der Seite des Zaren.
пошутил мне так, и ты попал в блэк-лист. Государева не милость, хотя вроде бы и чистый. Небо самолетом, а цензура для артиста. Бандиты не на геликах, на геликах с мигалкой. Базарим языком гулага, воздухом со свалки. Мы копим на кусок гранита из-под палки. Собираем крошки, запивая просроченные... Рок-музыканты стали старше. Die Rockmusiker sind in die Jahre gekommen. Sie haben begonnen, ihr Leben zu genießen und reagieren weniger auf soziale Umbrüche. Zum Beispiel auf Probleme bei der Meinungs- und Informationsfreiheit. Es ist simpel. Die Rockmusiker sind einfach alt geworden, was nichts Ungewöhnliches ist. Und jetzt ist frisches Blut gekommen, um sie zu ersetzen. Die Jugend spricht eine andere Sprache und benutzt andere musikalische Stilmittel für ihre Songtexte. Der Rap ist der neue Rock. Ja, ich habe mich eindeutig von Hass in Richtung Liebe entwickelt. Ich versuche, auf diesem Weg zu bleiben. Ich unterstütze diese Werte, um die es mir geht. Die Beziehung zu meiner Freundin, meine Familie, die Musik. Das sind jetzt die wichtigsten Dinge für mich. Музыка, все самое как бы главное. Die russischen Rapper hätten jetzt die einmalige Chance, sich an die Spitze der Proteste gegen Wladimir Putin zu setzen. Doch die Musiker haben Angst vor Repressionen. Die meisten sogar noch sehr viel mehr als Ivan Dryomin alias Face.